We'll be right back.
Jason Ogor, Paulie Barrett, Constance Moore, Wolfgang Sonny, the Master Schlosser of the Scorpions, Charlie Mastigona, and Bruno Schindler. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr kurze Herausforderung. Wie man sieht, hat sich alles aus dem Augenblick entwickelt. Aber es sind meistens die schönsten, weil man sie nicht vorberechnen kann. Sie entstehen, weil die Dynamik es erzeugt. Wie man sieht. Rock your life. Es gibt bestimmt viele glückliche Gesichter, wenn irgendwann mal rauskommen würde, die Scorpions würden in Saarstedt mal auftreten. Das Gerücht ist ja schon seit langem, das heißt, Mensch, wer gibt es da keine Möglichkeiten? Woran ist das bis jetzt gescheitert? Was für Voraussetzungen müssten geschaffen werden? Oder ist das eine logistische Sache, eine finanzielle Geschichte? Oder woran was müssten für Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass so ein Event eventuell mal hier stattfinden könnte? Also die Rahmenbedingungen, das ist eine Sache. Ich meine, wir haben ja nun erreicht, dass ich heute hier gewesen bin und dass durch Zufall eine Reihenfolge von verschiedenen Zufällen sie getan haben. Und in erster Linie ist es so, dass wir jetzt gerade die letzte Tournee von unserer Karriere angesagt haben. Und diese Tournee natürlich uns durch die ganze Welt führt. Wie das letzte Konzert aussehen wird, wissen wir noch nicht. Es sind viele Gerüchte.